Willkommen zum Weihnachtsspecial von Über Tage. Tag auch. Schön, dass ihr da seid bei unserem nächsten Weihnachtsspecial. Heute sprechen wir über das Thema Hoffnung. Mehrere Leute haben uns gefragt, wie wir Hoffnung schöpfen, weiterzumachen mit unseren Aktivitäten, weiter auch so lange politisch aktiv zu sein, ob es auch Phasen gibt, wo wir die Hoffnung verlieren oder zweifeln an dem, was wir tun, an unserem Weg zweifeln. Das wollen wir heute mit euch auf so einer persönlichen Ebene teilen. Vielleicht ist dann ja auch was für euch dabei, was euch auch Kraft gibt, was euch jetzt nochmal zum Ende des Jahres dann auch erreicht. Joshua, wie ist das denn bei dir mit der Hoffnung? Wie machst du dir selber Hoffnung und auch gab es Momente, wo du wirklich dann an allem gezweifelt hast, Tiefpunkte, wo du dich erstmal wieder hochholen musstest? Ja, würde ich sagen, fangen wir doch einfach so an, wie es mit der Hoffnung häufig ist, da wo sie kommt, wenn man ganz unten ist. Ich würde sagen, dass ich einfach in sehr regelmäßigen Abständen auf jeden Fall solche Tiefpunkte habe, an denen ich dann an allem Zweifel, an der Art und Weise, wie ich Politik mache, Zweifel, auch an meinen eigenen Lebensentscheidungen Zweifel und auch an der Frage, ob das alles ja in der kommenden Zeit, so wie ich sie noch erleben kann, irgendwie eine gute Wendung nimmt. Aber für mich persönlich war es immer so, dass gerade diese Tiefpunkte, an denen ich nochmal an allem Zweifel, an dem ich allem einer besonders starken Kritik und Prüfung unterziehe, dass gerade das wieder das war, wo ich eigentlich Hoffnung rausschöpfen kann. Ich war mein ganzes Leben durch eigentlich auch ein ziemlich selbstkritischer Mensch, bin mit mir und mit meinen Entscheidungen sehr hart ins Gericht gegangen, aber auch mit dem, was ich so in die Welt nach draußen trage und auch was die Welt mir wiedergibt. Die Leute, mit denen ich zusammen arbeite, mit denen ich zusammen Politik mache. Ich habe fast immer festgestellt, selbst eigentlich so in den dunkelsten Stunden, dass gerade aus dieser kritischen Haltung dem allen gegenüber und aus diesen Tiefpunkten ich immer eigentlich neue Hoffnung, neue Energie schöpfen konnte, weil einfach immer neue Wege dadurch entstanden sind. Wie soll man sagen, teilweise ist es ja auch so, dass man am kreativsten wird, wenn man eigentlich mit dem Rücken dann zur Wand steht, weil man merkt, auf diesem Weg geht es nicht mehr weiter. Deswegen habe ich auch eigentlich über die Zeit so ein bisschen diese Angst vor dem politischen Aus auf einem bestimmten Weg überwunden, weil ich wusste, eigentlich sind das immer die Punkte, auch wenn es vielleicht dann mal für ein, zwei Wochen ziemlich dunkel aussieht, irgendwie komme ich da immer wieder raus. Und ich glaube, das hatte ich auch schon mal an einer anderen Stelle gesagt, dass was mir dann vor allem geholfen hat, was ich aber auch erst über die Zeit lernen musste, war, mich dann nicht nur auf mich selber zu verlassen, so wie ich es früher gemacht habe, sondern vielmehr diese kollektive Perspektive zu sehen, da mit anderen, und du kennst es ja auch von dir selber, mit dir dann natürlich auch viel darüber zu reden, wie ja auch dieses Projekt hier entstanden ist, da dann einfach Hoffnung zu schöpfen. Vielleicht noch ein ganz anderer Punkt, der mir persönlich da auch immer sehr wichtig ist, was ich auch schon mal länger bei 99:1 erklärt hatte, war einfach die Erkenntnis, dass mein Kampf nicht jetzt ein singulärer ist oder einer, der nur in der jetzigen Zeit stattfindet, sondern dass ich Teil einer sehr langen und sehr alten Tradition von Widerstand gegen Herrschaft, gegen diese Verhältnisse, die den Menschen klein halten, sein Leben eigentlich zur Hölle machen, bin und dass ich da auch immer wieder mich zurück drauf besinnen kann, dass die Hoffnungslosigkeit, die ich jetzt ab und zu spüre, nicht das erste Mal in der Geschichte auftreten und dass auch aus viel schlimmeren Zuständen, viel desolateren Zuständen die Leute trotzdem immer noch einen Weg gefunden haben, immer noch Hoffnung geschöpft haben und immer noch weiter gekämpft haben, auch immer wieder große Siege errungen haben. Und für mich ist das einfach was, wenn es mir da wirklich schlecht geht und wenn ich einfach politisch oder persönlich da dann in diese Hoffnungslosigkeit verfallen, dann hilft es mir auch einfach mal, ein Geschichtsbuch aufzuschlagen und da ein bisschen nachzuforschen und zu sehen, was hatten wir eigentlich für große Niederlagen, wo wir wieder rausgekommen sind, und was hatten wir aber auch für große Siege, die wir errungen haben. Und das ist einfach was mir sehr viel Kraft gibt und was ich auch erst vor ein paar Jahren so in der Intensität für mich gefunden habe,
wo ich früher das eher so ein bisschen verteilter gemacht habe und noch nicht dieses Verständnis für mich hatte, was ich dann irgendwann selber gefunden habe, dass es diese große Traditionslinie gibt und dass es da so viel gibt, woraus ich eben Hoffnung schöpfen kann. Ja, bei mir ist es natürlich auch so, dass es immer wieder Situationen und Phasen gab, wo ich hoffnungslos war oder wo ich sehr deprimiert war im Kontext des Kampfes oder sehr am Boden lag. Bei mir ist das eher so, nicht so in so krass regelmäßigen Abständen, sondern eher ja auch so ein bisschen im Kontext der Projekte gemünzt, die ich mache. Also es gab eigentlich immer so in den ganzen Jahren, wo ich aktiv war, Momente, wo einiges weggebrochen ist von dem, was ich über Jahre davor aufgebaut habe, wo es große Veränderungen in meinem Leben gab und ich dann wieder ziemlich stark von Null anfangen musste. Und das waren dann halt auch Momente, wo ich sehr tief dann gefallen bin letztendlich, weil das natürlich sehr hart ist, wenn du immer wieder von Neuem ansetzen musst, vielleicht in einer anderen Stadt, vielleicht auch einfach mit einer neuen Gruppe oder mit einem neuen Ansatz, dann halt hinter dir so ein bisschen ein Scherbenhaufen ist von dem, was du davor gemacht hast. Das ist, denke ich, auch eine Realität, mit der wir oft konfrontiert sind. Und das ist, finde ich, ziemlich hart. Aber es ist auch eine wichtige Lektion und eine wichtige Grundsatzsache, wenn du eben lange Zeit aktiv werden sein möchtest, dass es dann auch immer diese Niederschläge gibt und auch immer diese Ups gibt sozusagen, wo eben die Dinge nicht so gut laufen oder wo auch bestimmte Ansätze erstmal scheitern. Und aus diesen Erfahrungen sind natürlich aber auch eine Weiterentwicklung immer geschehen. So habe ich also immer versucht, quasi aus diesen gescheiterten Projekten, gescheiterten Ansätzen auch zu lernen und dann halt auch gestärkt daraus hervorzugehen, was ich, würde ich sagen, insgesamt mir gut gelungen ist über die Jahre. Und damit natürlich auch verbunden, was du ja auch schon ein bisschen angesprochen hast, so diese Selbstreflexion und selber, was man bisher gemacht hat oder wie man auch selber es gemacht hat, auf die Probe zu stellen. Für mich ist es sehr wichtig, der beste Umgang mit so wirklich tiefen Tiefs, mit so ganz fundamentalen Momenten, wo man alles ein bisschen in Frage stellt oder auch sich so denkt, okay, wir stehen immer noch an so einem sehr marginalen Punkt gesellschaftlich, obwohl wir eigentlich ganz woanders stehen müssten, weil wir sehr große Herausforderungen vor uns haben werden in der gar nicht so fernen Zukunft, dann ist es halt wirklich für mich sehr wichtig, mich dem auch hinzugeben, also dem wirklich dieser Traurigkeit, meinen ja tiefsten Abgründen auch ein Stück weit hinzugeben. Das meint explizit jetzt nicht so zu sagen, okay, ich probiere mich halt irgendwie nur möglichst gut wegzubeamen, so mit irgendwelchen Videospielen, Drogen oder was auch immer, sondern ich probiere mich dann explizit eigentlich darauf einzulassen, auf diese Gefühle, weil das natürlich was ist, was zum Leben dazugehört. Die schönen Momente gehören eben genauso wie die traurigen Momente dazu und so ist es eben auch mit unserem Kampf. Und da versuche ich mich also darauf einzulassen, mich dem so ein bisschen hinzugeben und auch, weil ich auch so ein, ja, so einen gewissen Fable auch für so ein bisschen so schwarze Kunst, Dystopien und so weiter habe, mich da dann auch so richtig reinfallen zu lassen. Und da finde ich, ist es dann auch sehr ähnlich zu dem, was du beschrieben hast. Also in dieser Beschäftigung mit eben diesem Abgrund, in der Beschäftigung mit dem, dass es noch schlimmer werden kann, obwohl wir eigentlich schon in einer ziemlichen Dystopie leben. Und all das, das gibt mir dann halt eine unglaubliche Kraft, weiterzukämpfen, weil mir das auch immer wieder nur vor Augen führt, dass es ja keine Alternative dazu gibt. Dass den Weg, den ich gewählt habe, dass ich ihn auch nicht von mir trennen kann. So, ich habe den zu einem elementaren Teil von meinem Leben gemacht, er ist Teil von meinem Selbst. Und ich kann nicht einfach mich selbst auflösen. Es wäre halt, von dem wegzugehen, wäre halt wie einfach ein Stück von mir selbst, ein großes Stück von mir selbst wegzuwerfen. Und das kann und will ich natürlich auch gar nicht. Und so ist es also eine Mischung aus den beiden. Und auch eben diese, dann in diesem Tiefpunkt dann auch nochmal natürlich der Gedanke, auch diese der Reflexion, was hat man denn erreicht? Was hat man denn bewirkt? Und da komme ich dann trotzdem auch wieder ganz oft an Punkte, wo ich mir denke, gut, es ist schon sehr viel erreicht worden und es ist auch sehr viel, vielleicht auch für wenige Menschen, aber auch verändert worden und auch für mich im positiven Sinne verändert worden. Und so habe ich also auch über die Jahre für mich persönlich einen sehr starken Stand innerhalb von der Gesellschaft, von der Bewegung, von auch meiner eigenen persönlichen Entwicklung gemacht und habe mir halt ein sehr großes Selbstbewusstsein und eine sehr große eigene Stärke auch entwickelt. Und an der kann ich mich natürlich auch dann festhalten und mich dran sehen, wenn es dann bergab geht. Und ich denke, das ist auch zum Beispiel auch eine wichtige Sache, dass man probiert, sich auch persönlich immer weiterzuentwickeln, sich nicht komplett abhängig zu machen von dem, was gesellschaftlich oder in den politischen Strukturen passiert, sondern diese eigene Stärke zu entwickeln, auch dann,
wenn halt wirklich dann auch ein Ansatz, den man über Jahre vielleicht verfolgt hat, dann scheitert, vor die Hunde geht, dass man auch wirklich dann in der Lage ist, zu sagen, okay, aber es muss weitergehen. Ja, eine eigene Vorstellung einfach davon zu haben, wie man halt agiert und wie man dann auch weitermachen kann. Und das finde ich auch sehr wichtig, sich da immer weiterzuentwickeln und ein starkes Selbstbewusstsein zu haben. Und an den Punkten, wo man das eben nicht hat, wo man irgendwie denkt, man ist da irgendwie nichts wert, man ist da irgendwie nicht bedeutsam oder sonst irgendwas, das auch wirklich probieren abzuschütteln, weil wir sind alle sehr bedeutsam und wir sind alle ein wichtiger Teil von Bewegung und das dürfen wir nicht vergessen und darum müssen wir auch eigene Stärke finden. Vielleicht etwas, was ich noch so zum Schluss auch anfügen wollen würde, was auch schon ein bisschen du jetzt angesprochen hattest, was ja auch was ist, was wir sehr stark machen, nämlich irgendwie mit diesen negativen Gefühlen oder auch mit den Gedanken, die aus so einer Hoffnungslosigkeit heraus entstehen, umzugehen. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass für dich das wichtig ist, das dann irgendwie in einer Kunst gespiegelt zu sehen, beispielsweise dann dystopische Texte zu lesen oder Musik, Kunst zu konsumieren, die sich irgendwie mit Hoffnungslosigkeit auseinandersetzt. Mhm. Für mich war es auch einfach immer ein guter Weg, sich dann ja selber damit zu beschäftigen und selber irgendwas zu produzieren, es irgendwie auf Papier zu bringen, es irgendwie handfest zu machen und es rauszulassen. Und das ist, glaube ich, was sehr unterschiedlich bei vielen Leuten aussehen kann, wie genau sich das dann darstellt. Und vielleicht ist es auch von uns etwas einfacher, das zu sagen, weil wir jetzt diesen Podcast haben und im Endeffekt das, was wir gerade machen, ist ja auch so ein Umgang dann mit Hoffnungslosigkeit. Wir sind jetzt gerade wirklich nicht in einer Situation, die wir als hoffnungslos, glaube ich, beschreiben würden. Aber trotzdem ist ja genau das, diese Folge eigentlich gerade eine Art Umgang damit. Für mich hat es dann immer geholfen, auch einfach sich ein Notizbuch zu nehmen und die Gedanken, die man hat, aufzuschreiben. Versuchen auch einfach mal selber zu verstehen, was man da eigentlich gerade fühlt. Egal wie kitschig, metaphorisch oder lyrisch es einem dann vorkommen mag, wenn man jetzt nicht so die Person dafür ist, lasst es einfach mal raus, versucht es einfach mal. Ihr könnt es auch einfach wirklich nur für euch selber machen und teilweise hilft es dann. Und vielleicht entsteht sogar etwas daraus, dass ihr sagt, ja, jetzt habe ich es mal aufgeschrieben, das fühlt sich ja ganz gut an. Wenn ich jetzt gerade nicht die Situation, die Möglichkeit hätte, das dann irgendwie politisch nach außen zu tragen, schreibt vielleicht mal einen Text mit den Gedanken, die euch dann alles so hoffnungslos erscheinen lassen. Teilweise kann das dann auch etwas sein, was uns als Bewegung dann weiterbringt. Auch etwas, was für euch vielleicht dann erstmal bedeutungslos scheint oder einfach nur aus euren eigenen Gedanken. Ich finde sowas eigentlich immer sehr schön, wenn wir auch dann mal emotionalere Texte schreiben, die uns einfach ein bisschen dann auch in anderen wieder solche Sachen sehen lassen, die wir dann ja häufig bei uns selber dann auch fühlen. Ja, das ist ganz wichtig, was du sagst. Und ich finde auch wichtig, dazu betonen, dass natürlich jeder und jede seinen eigenen Ausdruck da finden kann. Und das, was für den einen jetzt das Texte schreiben ist, ist vielleicht für die nächste ein Bild malen, ist vielleicht für den nächsten raus auf die Straße gehen und eine wütende Aktion machen, um halt auch was rauszulassen und das halt auch mal die spüren zu lassen, die halt auch beschissene Zustände verursachen. Das kann auch sein, einfach zu weinen oder mit anderen Menschen zu teilen, was einen bewegt, auch diese Hoffnungslosigkeit dann auch nicht alleine zu tragen, sondern auch zusammen darüber zu sprechen. Es gibt sehr unterschiedliche Wege, denke ich, wie man das verarbeiten kann. Das Wichtigste ist wirklich nur, und das ist ja auch ein grundsätzliches Problem von unserer Gesellschaft, ist nicht komplett mit euch alleine oder ausmachen, oder wenn ihr es mit euch alleine ausmacht, dann halt zumindest auszuleben, weil dieses in sich hineinfressen und dieses einfach nur weitermachen und seine Gefühle und seine ja Ängste und Hoffnungslosigkeit, die man dann halt hat, einfach so zu ignorieren und dann einfach das weiterlaufen zu lassen, das ist sehr gefährlich und das kann halt letztendlich dann ja einfach dazu führen, das ist halt sehr ungesund natürlich auch einfach, das in sich drin zu lassen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass diese Hoffnungslosigkeit dann irgendwann so Raum über einen nimmt, ne? Und dass man irgendwann dem da nichts mehr auszusetzen hat. Und wenn man das rauslässt, dann ist es halt einfach ein Umgang damit. Ja, und das ist ja auch nochmal wirklich was gerade bei Männern in unserer Gesellschaft halt noch viel stärker so thematisiert wird. Natürlich betrifft das Frauen auch, aber gerade Männern wird ja das genauso gesagt, eben lasst die Emotionen nicht raus, unterdrückt das, hängt euch dann nicht an jeder Kleinigkeit auf, so ihr müsst da den Weg finden, ihr müsst da den Ton angeben. Und das ist natürlich Quatsch und das ist gerade was, denke ich, da
auch wir beide dann einfach auch noch viel stärker dann auch lernen mussten und zulassen. Diese Konventionen, die da gesetzt werden, sind einfach so unfassbar ungesund. Ja, zumindest für mich war das auch was ich wirklich dann über Jahre mir eigentlich erstmal wieder abtrainieren musste und auch wieder für mich finden musste, dass ich das so zulassen kann. Aber das stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, und auch wenn man vielleicht für den Moment denkt, ja, ich kann das jetzt alles unterdrücken, ich kann das jetzt alles einfach runterschlucken oder ich kann es mit Drogen oder was auch immer betäuben. Irgendwann kommt's immer wieder. Für mich zumindest war es immer besser, dann die Sachen klar für mich zu benennen, sie auch zu erleben und sie dann am Ende dann auch zu überleben. Und seid euch da einfach sicher und gewiss, ihr seid halt damit nicht alleine, weil wir sind alle diesen Zuständen, die wir oft genug in unserem Podcast beschrieben haben, ausgeliefert oftmals. Wir sind alle in so vielen alltäglichen Situationen ohnmächtig diesen Zuständen ausgeliefert. Das ist einfach, finde ich, auch etwas, was ganz wichtig ist, dass ihr damit nicht alleine seid, dass es zu jeder Situation, egal was euch konfrontiert, egal was euch kaputt macht und was euch angreift und was euch die Hoffnung raubt, das sind alles Sachen, die erleben Leute gleichzeitig wahrscheinlich in dem Moment zu Hunderten, zu Tausendfach, oder haben es davor oder danach erlebt, und insofern, ja, teilen wir auch alle diesen Schmerz in einem gewissen Sinne. Wir meinen das auch ernst mit diesem, ihr seid da nicht allein, weil wir haben es ja jetzt auch schon mehrfach von euch so mitbekommen, und wenn ihr da irgendeinen Punkt habt, wo ihr beispielsweise im politischen Arbeiten nicht mehr weiterkommt, wo ihr euch da einfach von erdrückt fühlt, schreibt uns auch gerne. Wir versuchen, so gut es geht, da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und eben, du hast es schon gesagt, wie ihr auch jetzt hört, es ist bei uns genauso, bei uns läuft das auch nicht alles sonnig. Ihr seid damit nicht allein. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, tut auch mal was für euch, dass wir vielleicht noch zum Abschluss auch nochmal was Wichtiges, das Leben besteht nicht nur aus Kampf, besteht nicht nur aus Agitation und all dem, sondern es besteht auch daraus, sich es gut gehen zu lassen, achtet auf euch. Achtet auf die anderen, und das ist auch okay. So, nur weil wir hier vielleicht auch oftmals noch auf der privilegierteren Seite des Lebens stehen, wie viele andere Menschen das vielleicht tun, ist es okay, das auch mal einfach auszuleben und auch einfach mal sich da treiben zu lassen und einfach gut zu essen, mit guten Menschen Zeit zu verbringen, einfach auch sich mal ein bisschen Luxus zu gönnen oder was auch immer. Das ist wichtig, damit wir das auch machen können, was wir tun. Und in dem Sinne würde ich sagen, gönnt euch auch ein paar ruhige Tage jetzt über Weihnachten und so weiter. Das ist ja dann die richtige Zeit auch, wo es einfach allgemein ein bisschen ruhiger ist, und tankt Energie dann für das nächste Jahr. Glück auf. Glück auf.